Warum ist eigentlich Beate Uhse gescheitert? Die legendäre Beate Uhse hat den Laden in Flensburg gegründet, ist dann in den 60er und 70er Jahren richtig steil gegangen, mega Erfolgsgeschichte in ganz Deutschland, konnte dann aber mit dem bösen Internet nicht so richtig Fuß fassen, hat das ein bisschen belächelt und der ganze Online-Markt haben dann die Party andere Leute gefeiert. Dann wurde 2018 das Teil nochmal an Holländer verkauft und 2019 war dann auch damit komplett Schluss.